Da sind wir wieder bei Die Simpsons Hit and Run. Ich möchte anmerken, dass ich krank bin, dass ich die letzten 2 Tage kein Video hochgeladen habe, weil ich krank war. Ich bin immer noch krank, aber ich glaube, ich kann wieder aufnehmen. Und ich möchte sagen, dass es vielleicht jetzt ein bisschen öfters passieren kann, dass ich keine Videos habe wegen Weihnachten und Silvester. Das kann passieren, muss es aber nicht. Ja, das mit dem Bild habe ich noch nicht hinbekommen. Ich habe es gerade eben versucht mit DxTory aufzunehmen. War eigentlich ganz gut, nur ich hatte sehr unterschiedliche Einbrüche. Auch im Video, eher gesagt. Deswegen nehme ich weiter mit Fraps aus. Mit der. Ja, mit der Auflösung kann ich das halt nicht ändern. Ich glaube, es liegt auch eher am Spiel. Hallo Mauszeiger. Weil ich so aufnehme. Es gibt halt kein 1920x1080, also Full HD gibt es nicht. Und deswegen muss ich leider so aufnehmen, mit dieser Auflösung. Die Auflösung geht nicht, weil es wird nicht unterstützt angeblich, was ich nicht verstehe. Und es tut mir leid, wenn ich manchmal schliefe und so. Und ich glaube, ich habe alles gesagt und wir machen weiter. Ich starte hier, weil ich das Spiel beendet habe, das letzte Mal. Deswegen starten wir hier. Tut mir leid, wenn ich manchmal schliefen muss, aber es ist halt so. Gut, wir reden mal mit Marge. Homer, rede mal mit Ned Flanders. Er wirkt verärgert und deprimiert. Warum ich? Ich bin der beste Nachbar der Welt. Ich habe sogar einen Becher, wo das draufsteht. Ich habe auch einen Becher, wo das draufsteht. Okay, vielleicht nicht, aber ich habe andere Becher. Und mein Mauszeiger ist im Bild. Mann. Ach, mit Flanders am Reden, ne? Deswegen fahren wir auch mit dem Auto zu ihm. Was natürlich Sinn macht. Ich will jetzt mit E aussteigen. Ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Okay. Ach komm. Ich stecke in der Klemme, Homer. Mir fehlen so viele Sachen. Ich habe die Polizei verständigen müssen, um nach dem Verbrecher zu fahnden. Verbrecher? Mein Rasenmäherchen, mein Kühltäschlein, mein Gartenstühlchen, ein Familienporträtchen, selbst Rods Inhalator. Welches kranke Individuum klaut solches Zeug? Oh nein, ich habe all die Sachen von Flanders ausgeliehen. Finde schnell eine Ausrede, damit du hier abhauen kannst. Entschuldige, ich muss Mais stampfen. Mais stampfen. Und wie gesagt, ich sehe alles so ein Vollbild, Leicht. aber bei der Aufnahme ist es dann Sahne. kein Vollbild. Sahne. Friss meine Deswegen habe ich das Frau. Auto da hingestellt. Erstmal, als ich das durchgespielt habe, bin ich gelaufen, weil ich mein Auto nicht dabei hatte. Was hat weh getan? Erstmal hier Flanders Rasenmäher mit Was fehlt noch? wiederholen. Flanders Cooler, den habe ich Barney gegeben. Die Rache ist Rausstedt. mein. Ach komm, wir haben ein bisschen Zeit, dann Ich nehme ich hab hier das etwas Geld mit. gebrochen. Oh Auf shit. mein Hals! Da das noch die erste Mission sind, kann man sich das noch erlauben, hier Juhu! längs zu fahren. Irgendwann dann nicht mehr. Ah, da ist noch ein bisschen Geld. Gehört alles dazu. Mit dem Auto ist es einfacher, das Geld alles aufzusammeln. So. Barney! Erinnerst du dich an den Cooler, den ich dir zum Geburtstag geschenkt habe? Flanders will ihn wiederhaben. Und was soll ich dann als Toilette benutzen? Hat man je in der Serie Barneys Wohnung gesehen? Oder wo er wohnt? Ich bin der Ich weiß es böse, nämlich nicht. böse Homer. Ich Ich bin bin der der böse, böse, böse böse Homer. Homer. So, hier ist noch Großartig. Flanders Es Gartenstück. fehlt nur noch Flanders dämliches Foto von seiner dämlichen Familie. Ein trauriger Tag für Statisten. Ich liebe diese Sprüche, auch wenn sie sich immer wiederholen. Es passt einfach. So, war es das? Nee, ich muss noch weiterfahren. Letzter Punkt. Wo habe ich bloß Rods blöden Inhalator liegen lassen? Nein! Oben auf einem Gastbierwagen! Wer leiht sich einen Inhalator auf? Aus. Naja, es ist Homer. Und ich drücke die falschen Tasten, Mann. Wir müssen nicht mal den Knopf drücken, sondern wir kommen auch so hoch. Schnell zurück mit dem Zeug, bevor die Bullen mich festnehmen, während ich Selbstgespräche führe. Okay.
Achso, da. Ach, das war Driften, stimmt. Das gab's ja auch. Das habe ich auch immer benutzt. Genau. Tut mir leid wegen meinen Fahrkünste. Kriegen wir überhaupt Schaden? Ich hoffe mal. Ich habe früher immer mit Cheats gearbeitet, weil die lustig sind. Dann mit der Hupe zum Beispiel springen oder so. Oder Unzerstörbarkeit. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht an oder so. Flanders, sieh mal. Ich habe all deine Sachen gefunden. Wie sieht's denn mit einer Belohnung aus? Danke, Nachbarling. Hier ist deine Belohnung. Ein Gebet vom Nummer 1 Fan des Herrn. Unser Vater im Himmel segne diesen Einfallspinsel. Dummer Flanders. Immer findet er in der Religion sein Glück. Ich bin sowas von raffiniert. R-A-F-N-I-R-T. Raffiniert. So, dann haben wir Flanders seine Sachen zurückgegeben und fahren gleich mal die nächste Person um. Dann können wir uns ja endlich auf unser Sofa schmeißen. Oh nee, Marge, was willst du? Gummi, du kommst zu spät zur Arbeit. Und heute ist doch Mr. Smithers Inspektion. Ah, der findet bestimmt meine Skorpionfarben. Was wird dann aus meinen Skorpionen? Da kann mir nur einer helfen, Lenny. Ja, Lenny. Lenny wird's richten. Ich mag Lenny irgendwie total gerne und Karl auch, aber irgendwas stimmt mit denen nicht. Und die ganze Zeit kommen irgendwelche Bilder durch das Spiel durch. Von den Aufnahmen. Das muss aber am Spiel liegen. Ich muss langsam. Boah. Gott. Hätte ich doch bloß einen Hund mit einem Sattel. Ich könnte dir ein Schwein mit einem Sattel aus Minecraft geben. Hey Homer, wie wär's mit dem Frühstückschurro? Keine Zeit. Sag mir lieber, wo ich Mr. Smithers finde. Ich glaube, ich habe ihn im Quickie-Mart gesehen. Noch mehr Frühstückschurros für Lenny. Ich brauche den Wagen mit ordentlich Pfeffer unter der Haube, wenn ich den platt machen will. Hoffentlich hat Barney immer noch den Schneepflug. Du brauchst den Schneepflug, um diese Mission zu verwenden. Kauf ihn von Barney ab der Tankstelle. An der Tankstelle für 150 Münzen. Wichtig, benutze Telefonzellen, um Auto zu kommen. Ja, ja, die du bereits besitzt. So, wir haben ja Geld gespart, ein bisschen. Barney, kannst du mir deinen Schneepflug leihen? Nimm was immer du willst, du süßer, kleiner, grüner Kobold. Solange du nicht mit der Dartpistole auf mich schießt. Wie auch immer. Und das ist auch unser erster Wagen, den wir kaufen. Wir werden natürlich alle Wagen kaufen. Ich mache das Spiel jetzt 100%. Büro gesperrt. Zerstöre Smithers Auto, ehe er das Atomkraftwerk erreicht. Ah, jetzt fahre ich euch platt. Ah ja, die Maps sind auch richtig cool. Also cool groß, könnte man sagen. So, der Schneepflug ist wirklich. Ich glaube, das langweiligste, aber das langsamste Auto im ganzen Spiel könnte sein, weiß ich aber nicht. So. Mr. Smithers. Wir müssen sie leider. Das ist ein richtig mieser Tag. Hey, nimm das. Naja, da hinten kommt er. Erstmal von der Seite ran. Bam. Wenn die Leiste da oben links voll ist, dann ist er so gut wie zerstört. Sicherheitsdienst zu Sektor 18. Ich bin ein super durchdrehender. Er fährt sich gerade selbst kaputt, oder? Nein, nicht mal. Okay, ich wollte schon sagen, das ist ja langweilig, aber naja. Ich hoffe, diese Dateien, die gerade irgendwie durchkommen, sind nicht im Video zu sehen. Er raucht schon. Bekommen wir keinen Kratzer? Ich verstehe es nicht. Ich muss das gleich mal checken. Mr. Burns wird mich dafür bestimmt auspeitschen lassen. Hm? Hallo? Nein, Smithers fährt da unten auf der Karte weiter. So, wir bekommen ihn ohne, dass er mal in die Nähe des Atomkraftwerks kommt. Ich will nicht, dass er sich selbst zerstört. Ich will das mit ansehen. Shit. Er darf nirgendwo gegenfahren. Ich will ihn höchstpersönlich zerstören. Einen kleinen Schubs noch von der Seite. Ja. Mein Cabriolet! Ich habe es gerade
Doch, wir bekommen Schaden, oder? Unsere Motorhaube ist eben... Hallo, Smivers. Ein bisschen kaputt. Ich fahre mal so gut wie es geht irgendwo rein, um zu gucken, ob wir Schaden bekommen. Irgendwie ist es doch recht merkwürdig. Ich weiß aber, wie wir es herausfinden können. Das werde ich kurz mal nachgucken. Ich bin der böse, böse Homer. Ich bin der böse, böse Homer. Mit dieser Tankstelle hier. So. Motorhaube ist ein bisschen kaputt, denn wir sehen die Prozente bei den Autos hier. Doch, 16%, 22, doch, wir bekommen Schaden. Aber wir sehen das leider nicht so. Ich kraul dir auch den Rücken. Ja, wir nehmen mal die Familienkutsche. Mein Auto schläft. So. Mit der Familienkutsche sind wir dann noch ein bisschen schneller und wendiger. Powerplant. Wir werden hier kurz mal Halt machen, um eine Karte abzuholen. Die müsste da oben sein. Oder erst in. Oder erst wann anders. Ich gehe da eh hoch. Wahrscheinlich ist da sogar noch eine Wespe. Oh, shit, ich muss gleich niesen. Ich werde mich dann muten. Ja, da ist eine Wespe, auf jeden Fall. Also lohnt sich das auf jeden Fall hier, um hochzukommen. Komm her! So, das Geld wollen wir natürlich haben. Oh, shit! Okay, das Geld bekommen wir nicht. Ich will da trotzdem nochmal rauf. So, Kamera bitte drehen. Danke. Komm schon. Ich hasse irgendwie dieses Gebäude, weil man hier so komisch raufkommt. So, Kamera drehen. Das müsste perfekt sein. Können wir sogar laufen. Okay, das ist sogar eine zweite Wespe. Perfekt. Ah. Die muss mal ein bisschen näher rankommen. Aber das reicht schon. Aber ich möchte das Geld haben. Verdammt. Die Kamera ist hier Gott sei Dank ein bisschen gnädiger als in anderen Spielen. Nein! Oh, wir sind ins Wasser gefallen. Aber ich glaube, das war's. Diese paar Münzen werde ich jetzt nicht holen, oder? Da ist doch nichts. Ja, ich glaube, da ist nichts. Wenn nicht, dann weiß ich ja, wo ich nachgucken muss, wenn mir was fehlt. Ach, hier können wir Autos kaufen, das mache ich mal direkt. Irgendwann müssen wir das ja tun. Du willst dir einen Wagen kaufen? Der DAF-Laster, das Überwachungsauto. Oh, nur zwei zu kaufen. Dann kaufen wir mal das Überwachungsauto. Und den DAF-Laster. So, denn jetzt hat er nichts mehr zu kaufen. Das heißt, wir haben alle Wagen gekauft. Oder zumindest... Versuchen wir es mal. Haben wir sie gekauft? Ich weiß es nicht. Da können wir eine Bonusmission machen. Machen wir später. Erstmal gehen wir zur Arbeit. Hier sind noch zwei Wespen. Shit. Hab ich zurücksetzen lassen. Ich konnte die doch auch... Nice. Überfahren. Aber die werde ich wahrscheinlich nicht erwischen können. Ja. Ah, komm her. Was? Ich hab sie nicht erwischt? Wie fliegt die denn? Ich bin drauf, aber sie explodiert nicht. Okay. Buggy-Spiel. Ist gar nicht so buggy, eigentlich. So, jetzt haben wir sie. Und die Karte holen wir uns auch noch. Denn ich möchte ja alles um 100% her bin. Ich habe das früher immer so gemacht, dass ich eine Packung Mr. Glanz, dass ich erstmal alles gesammelt habe und dann die Mission, aber nee. Sonst wäre das, glaube ich, ein bisschen zu einseitig, alles zu sammeln. Da ist so ein bisschen Geld, aber nee.
Wir werden nicht mit den Dufflaster beim Rennen antreten. Ist hier... Okay, warte, ich fahre nochmal zurück zur Telefonzelle. Wollte jetzt eigentlich mit den Dufflaster ein bisschen fahren, aber wir sind, glaube ich, ein bisschen zu langsam damit. Tempo... Die haben sogar besseres Tempo, aber Beschleunigung nicht. Diese zwei Wagen können wir noch bekommen. Den hier weiß ich, bei dem hier weiß ich nicht mehr. Ach so, okay. Wir bekommen... Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Ich die trau dir auch den Rücken. Zwei Wagen können wir uns immer kaufen im Spiel. Ich glaube, es gibt in jedem Level 5 Fahrzeuge. Zwei können wir uns kaufen. Eins bekommen wir durch eine Bonusmission. Ein anderes bekommen wir, wenn wir alle drei Rennen dieses, oh Gott, dieses Spiels gemacht haben. Und das letzte bekommen wir, ja, durch jemand anderen, zum Beispiel Barney in diesem, als Mission. Was willst du denn hier? Patty und Selma wollen mir keinen Führerschein geben, ohne Stützräder zu fahren. Es sei denn, ich mache die Fahrprüfungen. Wir müssen jetzt für Mirs die Fahrprüfung machen, was eigentlich nicht gehen sollte. Du musst im Ziel sein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Lass den Fahrzeug heil. 3, 2. Die Rennen finde ich auch richtig cool. Kann ich mein Skill beweisen. Ich konnte die früher richtig gut, jetzt bin ich, ja. Ich weiß nicht. Können wir auch die Münzen aufsammeln. Aber diese Rennen sind überhaupt nicht schwer. Wer hier failt, ist schon... Okay, man muss im Spiel drin sein. Aber so schwer ist es nicht. Das Spiel wird deutlich schwerer. Ah, jetzt sind wir mal ein bisschen mehr beschädigt. Jetzt sehen wir auch hinten das ganze Bier, was wir mit uns schleppen. Ich freue mich schon auf spätere Autos. Mit denen werde ich dann wahrscheinlich fast nur fahren. Mit sowas, mit der Familienkutsche, werde ich dann wahrscheinlich fast nie wieder fahren. Oh Gott. Ja, ist gut, wir bekommen gut Schaden. Das ist toll. Wir können uns aber nicht in diesen Rennen... Doch, können wir. Oh, ich wollte eine Erdnuss. Bekommst aber keine Erdnuss. Nein, nein. So. Wenn ich... diese Peinlichkeit überstanden habe. Das ja. Ist so deprimierend. Ich werde deinen Führerschein ein Jup-Jup verfüttern. Das war zu 1 von 3 Rennen abgeschlossen. Glückwunsch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bei Simpsons Hit and Run. Bis dann. Tschüss.